So, Boys and Girls, auch hier nochmal vorweg. Heute Abend, 21 Uhr, live auf Twitch. Schaltet ein gegen Matti und Bram. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück in der dritten deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Heute spielen wir ein 2 gegen 1 als Vorbereitung auf heute Abend. Let's go. Und ja, wir spielen Architect. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher bei der Wahl des Commanders. Ne? Architect ist, glaube ich, sehr gut als 2 gegen 1 Commander. Einfach da deswegen, weil wir relativ schnell Waffen pumpen können, wenn wir welche verloren haben, falls das vorkommen sollte, ne? Man weiß ja nie. Und ich kann halt auch vielleicht ein bisschen ekolastiger am Anfang gehen. Schauen wir einfach mal. Ansonsten stelle ich mir noch Warzenschwein ganz gut vor und ja, Spion auch in gewisser Art und Weise, ne? Geizhals werde ich, denke ich mal, nicht picken. Da bin ich einfach, wenn ich einmal nach hinten gerate, dann habe ich verloren. Ne? Also das, da kann ich mit Geizhals und 2 gegen 1, glaube ich, nicht so viel reißen. Das einzige, die einzige Stärke von Geizhals wäre, schnell Waffen zu holen und einen ausnehmen. Ne? Wenn das nicht klappt, dann habe ich quasi verloren. Jetzt nicht unbedingt direkt verloren, aber es wird halt unglaublich viel schwerer, wenn ich dann einmal zurückgerate, irgendwie dann noch zu comebacken. Von daher Architect, ein sehr guter Commander dafür. Schneller bauen, also der hat auch dieses passive Kit, das ist einfach sehr bequem. Und im 2 gegen 1, denke ich mal, sehr hilfreich, ein bequemes Kit einfach zu haben. So, wir gehen hier Laserfabrik. Ich werde natürlich beides an dem Abend mal spielen. Ich trainiere jetzt hier einfach mal für Laser. Ist eine sehr effektive Art und Weise, den Gegner direkt zu sagen, wo es lang geht, ne? So eine Feuer-Plasma-Kombination, die kann schon kritisch werden. Ich glaube auch bei Matteo und Brammen, aber da bin ich sehr gespannt und ich freue mich so unfassbar. Das kann man gar nicht in Worte fassen, Leute. Heute Abend, live auf Twitch, ne? Oh, seid dabei. Und dann wird es ja wahrscheinlich auch noch irgendwann hochgeladen werden. Schauen wir mal. So, ich brauche hier aber noch die Storages. Dürfen wir nicht vergessen. So, zack, da haben wir das erste. Hier kommt das zweite. Da wir ja ohne Kreissäge spielen, habe ich auch keine Probleme mit irgendwelchen Bis-Bis-Geräten, die da kommen könnten. Also ganz entspannt Laser aufgebaut. Ach, warte, wir sind ja Architekt. 42, zack, zack. Rausgezoomt. Da kommt die Munitionsfabrik. Hier oben kommen Seile. Also alles noch im Rahmen des Möglichen, des Handhabbaren. Energy-wise sind wir gut aufgestellt. Metalltechnisch muss noch einiges hier reinprasseln, damit wir den Plasma-Laser platzieren können. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, bis die Tech durchläuft. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Holy moly. Und ich freue mich auch sehr auf das Match gegen Leon. Am Donnerstag. Das wird wahrscheinlich von Bonchwa live gestreamt werden. Aber es wird von Bonchwa live gestreamt werden. Schaut dann doch da gerne vorbei. Das findet um 17 Uhr statt. Wird sicherlich auch nochmal auf YouTube hochgeladen werden. Weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Bin ich sehr gespannt. Leon ist ja der Stärkste. Sorry, Matteo. Ist ja, glaube ich, der Stärkste aus der Gruppe. Und der hat mich zu einem 1 gegen 1 herausgefordert, in Anführungsstrichen. Und da bin ich sehr gespannt, wie fit er in dem Spiel mittlerweile geworden ist. Das, was ich von ihm gesehen habe, sah schon sehr gut aus. Aber ja. Schauen wir einfach mal, habe ich auch mega Bock drauf. Ja, so, jetzt hier kurz Stability richtig einziehen. Zack, 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 zack. Bisschen Verteidigung von Kern. Zack, zack, noch ein Windrad. Ist teuer, aber gehört dahin. So, hier schon mal ein bisschen Backweight geaddet. Oh, 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 was ist hier los? Da blinkt doch nicht etwa eine Strebe. Direkt mal Support rein. Na, das geht nicht. Aber ich kann doch die so ziehen, richtig? Jawohl. Okay. Hier noch Türen vor. Zack, zack. Soweit, so gut. 199 Metall noch. Und dann sind wir eigentlich fast fertig. Wir könnten noch ein bisschen mehr Verteidigung haben. Aber ansonsten sieht das doch ganz gut aus. Ich weiß nicht ganz genau, was sein Problem hier ist.
warum er sich denkt, Alter, ich habe hier Stability-Probleme. Aber gut, Waffen sind fertig. Wir suchen unser erstes Opfer raus. Zack. Ja, ja, lief ganz gut. Lief okay, lief okay. Alles klar, aber wir brauchen mehr Waffen, habe ich das Gefühl. Nur damit alleine kommen wir hier nicht weit. So. Ah, falsch. Hier brauche ich eine kurze. Um da mehr Windturbinen hin zu platzieren. So, die haben wir schon mal. So, hier jetzt noch einen zweiten Slot drauf. Na. Hier passt es wieder nicht ganz. Da ist es ein bisschen nervig. Mit Steuerung, jawohl, mit Steuerung funktioniert der Lachs. Sehr schön. Sparen jetzt hier kurz Metall an. Holen uns da nochmal einen Hit. Ja, kommt ganz okay. Wir hatten auch nicht genug Energie, muss man dazu sagen. Ich glaube, da ziehe ich hier oben nochmal eine Schicht ein. Energie ist tatsächlich gerade so ein Problem, ne? Da kommt ein Howie. Okay, okay, okay. Finde ich jetzt nicht so cool. Den sollten wir verteidigt bekommen. Ganz wichtig. Das ist ein Firebird, okay. Auch nicht so entspannt, dann kriegen wir keinen Feuersound. So, das hier jetzt erstmal als Howie-Verteidigung. Hier rüber könnte der theoretisch noch kommen, wäre ein bisschen unentspannt, aber... Kriegen wir, glaube ich, hin. So, jetzt erstmal den nächsten Plasma-Laser reinplatziert. Komm, 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 komm. Zack, da ist er. Hier noch eine Windturbine. Aha, wobei, reicht eigentlich gerade. So, dich brauche ich jetzt noch einmal. Upala, falscher Knopf. So, zack. Oh, da kommt er schon. Aber der kommt so hoch. Das ist sehr entspannt. Ist da ein Schild vor seinen Windturbinen? Da definitiv nicht. Oh, damit könnte ich mich selber töten. Das lasse ich lieber. Dann lieber da mal kurz rein. Bisschen Schaden gemacht. Und Gunner rüber geschossen. Okay, da kommt nicht viel. Da oben sitzt eine Flak. Oh mein Gott, okay. Ja, nicht mehr schießen, nicht mehr schießen. Hier kommt das rein. Hier kommt das rein. Da kommt das rein. Puh. Okay, alles entspannt. Entspannt, entspannt, entspannt. Ist ein 1 gegen 1. 2 gegen 1, meine ich. Und das soll ja auch trainieren erstmal. So, ihr nehmt das bitte raus, sonst bin ich sauer. Danke sehr. So, also hier ein bisschen tiefer geschossen mit. Ist da ein Schild? Da ist ein Schild. Alles klar. Gut, nächste Technologie. Das ist halt so das Problem, wenn ich auf Laser gehe, ne? Die können relativ easy, und zwar mit Schilden, einfach das countern. Und gefällt mir nicht. So, da mal kurz Hallo gesagt. Jetzt haben wir aktive bereit, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich die ziehen soll schon, weil ich nichts so krasses im Bau habe, bis auf den einen Place mal Laser. Und die Tech, ne? Können wir hier noch ein Upgrade Center irgendwo gönnen. Da passt es leider nicht rein, schade. Machen wir uns mal hier unten rein. Und dann ziehen wir, glaube ich, die aktive. Ist alles gut. Da oben wird die Shotgun rausgesniped. Na. Kommt schon, Mr. Scanner. Danke sehr. So. Upgrade Center wird platziert. T wird gedrückt. Waffen werden Gunner nachgebaut. Zack. Da unten nochmal kurz reingesniped. Nicht, dass da gleich wieder was sitzt. Und dann müssen wir, glaube ich, mal eine Feuerplasma auf die Top-Base machen. Auch wenn da überall Schilde fast sind. Ah, schade. Fast getroffen. Fast getroffen. Hier schnell nachgebaut, Gunner. Zack, einige davon sind auch ganz gut fertig geworden in der Zeit. Jetzt brauchen wir noch die T2-Technologie, die kommt jetzt hier hinten rein. Dann kommt da ein Howie rein, bisschen mehr Druck einfach. Wir sollten den Plasmalaser noch freischaufeln, Batterien platzieren. Oh Gott, das ist so stressig. Holy moly. Ah, wird schon anstrengend, das Game heute Abend, ne? Vor allem dann nebenbei auch noch entertainen. Puh. Shit, er hat eine Shotgun. Wo sitzt die? Da oben. Da saß sie zumindest. Oh, Maschallah. Close, close, close. So, da einfach mal rein. Damit jetzt noch mit dem zweiten hinterher. Hat irgendwie die Tür da getroffen. Ich brauche hier Batteries. Drück jetzt einfach mal T.
Das Upgrade wird davon leider nicht angefasst. Da muss ich ein bisschen Metall zwischenspeichern, bis ich die T2-Tech holen kann. Komm, 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 komm. So. Damit. Oh, was kommt da denn? Hallo. Wollte gerade sagen, da habe ich doch den Winkel drauf. Na? So, den haben wir. Also solche Sachen muss ich halt, ne, wenn ich sowas sehe. Und auch bei Matteo muss ich immer, glaube ich, schön reinprüfen, ob da irgendwas sitzt. Dass er mir das nicht einfach wegnimmt. Dass er nicht einfach irgendwie offene Cannon platziert. Und dass ich das unbestraft lasse. Das können wir nicht zulassen. So, wir schießen da einmal kurz rüber. Einfach nur, um Hallo zu sagen. Drücken schnell T, damit die Reparaturstation fertig wird. So, okay, okay, okay. Bauen noch ein Metalllager. Wohin damit? Ist jetzt die Frage. Wir platzieren jetzt einfach mal da unten rein. Ziehen ja noch Metall rein. Okay, die 20 mm da oben geht mir ganz schön auf den Sack, muss ich sagen. Muss jetzt mal Nägel mit Köpfen machen. Okay, da sitzt ein Schild. Da sitzt auch irgendwie ein Schild. Aber das tat ganz gut. Mir zumindest, ihm nicht. So, zack. Zack. Hier ist eine Strebe gebrochen. Uncool. So, auf die nächste aktive warten, hau ihn da unten rein und dann ab dafür. Oder einfach auch einen EMP-Launcher holen, ne? Also dieser gesamte Smoke hier, der ist schon relativ nervig. So, zack, 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 zack. Ah, da stand die Reparaturstation. Ja, I get it. Okay, die ist irgendwie abgerauscht. Nächstes Mal also tiefer. So, guck mal. Da jetzt erstmal die 20 mm rausgeholt, die mich hier so die ganze Zeit nervt. Wir gönnen uns schnell die Reparaturstation, drücken T, holen hier Gunner. Dass man die da rein platzieren kann, das ist... Ah, okay, nee, doch nicht. So, mach mal weg da. Danke, danke, danke. So. Habe ich schon genug Geld für Howie? Nee, habe ich ansatzweise, also halt so gar nicht. Man könnte für ein Upgrade gehen, aber ich brauche den Strom zum Schießen. Ich wollte gerade sagen, das stand da schon wieder einfach nur offen, ne? Da unten sitzt auch noch eins. So, das haben wir auch wieder rausgenommen. Ja, okay, Laser, glaube ich, keine gute Wahl, weil die Gegner sich einfach zu stark mit Dings verteidigen. Und ja, ich könnte mir jetzt mal hier eine EMP besorgen. Das sollte ich sowieso mal machen. Aber nichtsdestotrotz... Können die halt, habe ich das schon gesagt, die können dann halt einfach easy Gunner spammen, so, weißt du? Glaube ich nicht so gut für mich. Boah, aber da wird ein spannendes Match heute Abend, so, wenn ich das hier jetzt so sehe. Scheiß Schilde, also. So, da unten jetzt nochmal rein. Das wäre lobenswert. Ja, ist okay, ist okay. Hier oben ziehen wir einfach eine große Tür ein und dann können wir gleich Howie placen, maybe, wenn wir Energie abwarten. Ich könnte mich jetzt noch da hinten rüber verbinden. Ich brauche noch ein bisschen mehr Energie. Production. Und das nächste Fort quasi noch mit reinnehmen. Da, aber das will ich gar nicht. Zack, zack. Sie haben tatsächlich eine Flak. Ärgerlich. Die können wir snipen, weil die offen sitzt. Sehr angenehm für uns. Da sind, wie gesagt, viele Schilde. Howie-Technologie wird vorbereitet. Zack, rein damit. Da unten ist was durchgekommen, richtig, richtig. Einfach auf den Kern, I guess. Ah, keine Energie. No! Euch mache ich hier mal zu Upgrades. Da oben kommt noch eine drauf. Zack, 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 zack. Na.
Zack, zack. Zack. Dich geschossen. Sniper rausgeholt. Okay, da sitzen jetzt viele Gunner. Jetzt geht er mir da oben damit auf den Sack. Wunderschön. Siehste. Solche Schwächen müssen erkannt werden. Wir drücken mal aktive, damit der Howie gleich rauskommt. Machen hier schon mal alles bereit. Komm, gib mir noch eine Tür. Danke. Dieses Umbauen, das wird am meisten Zeit leider in Anspruch nehmen. Und das ist natürlich ein bisschen ätzend. Da komme ich, glaube ich, nicht mehr weit, genau. Doch, die kommen einfach durch. Frech, frech. Haben wir genug Energie? Jawohl. Jawohl, sehr schön. Howie haben wir gar nicht mehr gebraucht, wäre aber fertig geworden. Sehr stark mit Architekt. Boah, jetzt habe ich Angst. Also das lief nicht so geschmiert, wie ich es mir hätte vorgestellt. Ich glaube, Laser sind wirklich schwierig, weil sie zu einfach gecountert werden können mit dem Schild. Und bis ich dann EMP und Anti-Air auf dem Feld habe und die EMP durchbringe, vielleicht wären Swarms hier auch besser gewesen. Na, hier oben hin verbinden, da einfach Swarms rein. Ja, ich glaube, Cannons sind actually the way to go. Ja, einfach ein Cannon-Turm. Das kann nicht aufgehalten werden. Das kann leicht gedursniped werden natürlich. Aber ja. Holy moly. Ich krieg so langsam Herzflattern. Aber schaut heute Abend vorbei, ne? Live auf Twitch bei Bonjwa oder bei mir. Links in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns. Na, Leute. Geiles Intro. Ab dafür. Haut rein.